weiter geht's mit Metro Exodus. Warum? Ich höre nur wieder Viecher. Fuck you, Alter. Diese Spinnviecher, die gehen mir mittlerweile auch ein bisschen auf den Sack. Koch, du Sau! Koch, du Sau! Ach du Sau! Was eine. Gut, wenn ich ehrlich bin, brauchen wir nicht mehr Munition. So. Zumindest das hätten wir offen, aber. Puh. Ja. So. Gut. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie rauskommen. Ah, von mir. Ich kann ja, ach, ich kann ja nichts mehr, ne? Koch, du Sau, komm, stirb! Stirb mit der Mag. Ja, ich auch nicht. Hau ab von mir. Diese Mistviecher, Alter.
Ich habe das Problem, dass ich keine Dings habe. Ich hatte das Problem, dass ich gerade kein Licht mehr hatte, dass mir die Viecher dann mich ärgern. Ich hatte keine Maske mehr. Masken herstellen, oder? Filter. Super. Neuanfang. Die Viecher ein bisschen zerkochen gerade. Sind irgendwelche komischen dunklen Dämonen oder was auch immer. Boah, Alter, was für Viecher, ey. Könnt ihr einmal auf dem Rückweg, hab ich dich. So, das war der Aufzug. Hoch damit. Gehen wir kurz dies. So. Und ich habe keine Munition. Schalte das Licht wieder an. Der Aufzug hat seine Arbeit getan. Definitiv. Solange das Licht an ist, greifen Sie uns nicht an! Los, los, los! Die Fliege ist dann... hau ab! Hier will ich keine Munition weiter. Also, hoch jetzt. Komm, komm, ha. Tja, wir haben die Karten. Jetzt müssen wir sie zum Oberst bringen. Übrigens habe ich da einen Wagen mitgebracht. Danke. Er steht am Dock. Erstaunlich, dass der Aufzug trotz der Risse im Bunker noch funktioniert. Meine Mutter sagte mir, dass sie ihn und viele andere Sachen oft reparieren mussten.
So, schnell mal entladen. Ihr habt Glück. Die meisten Munalbeiler sind auf einem Raubzug. Wenn sie hier wären, wärt ihr bereits tot. Aber jetzt haben wir die Chance, etwas zu ändern. Okay. Munalbeiler heißt in etwa so viel wie ölreiche Leute. Ölbohrer, nehme ich an. Hör zu, ich sage dir, wohin du gehen musst. Wenn du draußen bist, dann geh rechts. Die Straße hat früher zum Hafen geführt. Anna müsste dort irgendwo sein. Melde dich bei ihr. Sie hat vermutlich etwas Interessantes gefunden. Okay, dann müssen wir wieder. Ich versuche mehr über diese Ölbohrer herauszufinden. Sobald ich nützliche Informationen habe, erstatte ich der Basisbericht. Also, bis dann, Anna. Jetzt kommen wir da ohne Problem hoch. War der Plan. Ich höre da noch welche Viecher, okay. So, Anna. Hoffentlich hast du eine Werkbank hier drin, dass ich dann mal kurz mit neuer Munition machen kann. Ich habe nichts. Sieh dir meine Bude hier an. So viel Luxus hatte ich in Moskau nicht. Trotzdem ist es hier zu heiß. Ich habe das Gefühl, bald flach zu liegen, wie Stepan. Folgendes habe ich jedenfalls in Erfahrung bringen können. Okay.
Siehst du den Kran am Dock? In der Kabine ist jemand. Ich kann ihn nicht sehr gut sehen, aber ich glaube, er hat mich gleich bei meiner Ankunft bemerkt. Scheint eine gute Position zu sein, um unsere Basis im Auge zu behalten. Solltest du dir also mal ansehen. Jetzt sieh dir das kaputte Boot an. Siehst du es? Naja, es ist nicht wirklich kaputt gegangen, sondern vielmehr sorgfältig zerlegt worden. Ich habe Laster mit Käfigen an diesem Boot ankommen sehen. Anscheinend halten die Banditen dort ihre Gefangenen fest. Dann ist da dieses Gebäude dort, hinter dem Hafen. Ich denke, das ist der Tower vom Flugplatz, bin mir aber nicht ganz sicher. Jedenfalls sollte es dort reichlich Ausrüstung geben. Vielleicht ist etwas Nützliches dabei. Okay. Ah, du hast also die Karten. Du und Damir habt gute Arbeit geleistet. Mhm. Ich beobachte weiter die Bohrtürme, dann kannst du dein nächstes Ziel aussuchen. Ja, ich hätte jetzt gerne aber auch mal die Möglichkeit, hier irgendwie was herzustellen, Munition mal herzustellen, weil ich habe nämlich nichts mehr auf meiner Karte. Nichts mehr auf meinem Magazin und so rum ist es richtig. Runterhangeln. Da kommen wir, glaube ich, nicht hoch, ne? Also da müssen wir da hin, auf jeden Fall. Ich habe aber nichts mehr Munition, ne? Nichts mehr. Ich habe noch Munition, aber nicht in den Waffen, ne? Die Frage ist, sind wir schon durch mit der Folge vielleicht? Moment. Eventuell sage ich jetzt mal bis zur nächsten Folge auf Familiar Exodus. Wenn nicht, sehen wir uns gleich nochmal wieder.